Hallihallo, meine lieben Minecraft-Freunde. Ja, also ich bin ja hier mal schön gespawnt, mitten auf dem Baum. Eine beknackte Wüste und Wiesen. Also besser geht's überhaupt nicht. Und als am Anfang brauchen wir erstmal Holz. Dann nehmen wir gleich den Baum, auf dem wir gespawnt sind, und zerhacken ihn. Zu Brei. Stirb, Baum. So. Ja, so. So, haben wir erstmal ein bisschen Holz. Holen wir uns gleich noch einen zweiten Baum. Denn Holz kann man ja nie genug haben. Juhu, ich habe dreimal auf Holz geklopft. Yay. Dass das in dem Update jetzt mit den Errungenschaften so angezeigt wird, finde ich etwas nervig. Aber, ja. Brennt es da hinten? Wieso brennt es da? Ach du Scheiße. Ja. Ach so, geil. Also. Super. Let's Play anfangen. Also. Bei meinem allerersten Let's Play passiert gleich sowas. Naja, habe ich schon mal gebratenes Hühnchen. Verhungere ich schon mal nicht. Also dieser Spawnpunkt ist schon etwas merkwürdig. Bäume verbrennen, fliegende Steine. Sand. Schafe, das ist gut. Die zerhacke ich schon mal zu Betten. Gib mir ein Bett. Los. Gib mir ein Bett. Gut. Du auch. Ja, da guckst du. Ja, bist ein Feiner. Ja. Nein, wir tun den Schafen nicht weh. Wir verarbeiten sie nur. Oh, Kohle. Da wollte uns doch der Weltgenerator in die Falle locken. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Wir als Einsamer in dieser Welt müssen uns nun ansiedeln. Doch wo? Bisschen Gras mähen. Nein, das mache ich nicht nur aus Spaß, sondern um Samen zu bekommen. Er hat Samen gesagt. Ja, genau. Nein, Weizen, genau. Wir müssen ja hier auch was essen. Vielleicht erkennt einer die Musik im Hintergrund. Auch aus einem äußerst coolen Spiel. Idiotisch, aber cool. Vielleicht werde ich euch das auch mal zeigen. Also, let's playen. Oh, Kürbisse. Hui. Hopp, hopp. Die Welt lädt aber sehr schnell.
Ja, und so weiter. Ist das Lava da hinten? Alter, was ist das denn hier los? Hier fackelt ja sofort alles ab, ey. Ja, geil. Wenn dieses Lava nicht wäre, wäre der Berg irgendwie sehr praktisch zum Bauen. Okay, das mache ich jetzt auch einfach. Hier als Eingang. Ja. Blub. Blub. Erstmal eine Werkbank. Okay, das mit der Lava ist etwas kacke. Vielleicht klatsche ich da gleich erstmal oben Steine rein. Ein paar Stöckchen. So, so. Eigentlich braucht man davon ja nur einen. Was ist denn jetzt hier? So. Gut. Das sollte erstmal reichen. Lolololololololol. Auch sehr praktisch, wenn wir jetzt das Haus hier bauen in dem Berg. Also man hat immer Steine. So. Ich hoffe doch, dass ich nicht da sofort dabei sterbe. Nix zum Bauen. So. Das sollte reichen. Tock, 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 tock. Tock. So. Schön. Lava-Problem gelöst. Wow, ich wäre fast reingelaufen. Das wäre es auch. Ganz am Anfang vom Spiel erstmal sofort durch Lava patschen. Boah. Diese Musik im Hintergrund ist etwas laut. Ich höre meine eigene Stimme gar nicht. So. Kohle bräuchte ich auch noch. Am Anfang Mangelware und hinterher kommst aus den Ohren wieder raus. Wird schon dunkel. Oh, da muss ich langsam mein Bett bauen. Dieser Überhang ist auch sehr cool. Da lässt sich doch sicher hinterher irgendwas draus machen. Sorry. Yay, mein erstes Bett. Sonst schlafe ich immer nur auf dem Boden. Tock. Ich fühle mich nicht gerade sicher. Hui.
So. Gut. Es wird ganz schön schnell dunkel. Kohle! Erstmal einen Gang kaputt machen. Ich sehe auch gerade. Ist das noch Kohle? Nicht, dass ich gleich Lava auf den Kopf bekomme, wenn hier noch irgendwelche im Berg rumschwirrt. So. Das sollte uns doch gleich Licht bringen. Ja, ich habe ein bisschen Kratz im Hals. Deswegen räusper ich mich etwas. Eine Tür. Ich könnte Too Many Items eigentlich im Hintergrund ausmachen. Erstmal. So, schön. Ich wollte auch die Werkbank mit reinnehmen. So. Ja, verbrauchen wir erstmal. Wieso nicht? Sehr gemütlich. Wollte schon immer drin hausen. Na dann, gute Nacht. Ein neuer Tag. Die Arbeit ruft.